nutzt ihr euren Tag im Disneyland Paris am besten. Und herzlich wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Tipps und Tricks Video fürs Disneyland Paris hier auf meinem YouTube-Kanal. Und in diesem Video geht es darum, wie nutzt ihr euren Tag im Disneyland Paris am besten. Vielleicht habt ihr nur ein, zwei Tage Zeit und möchtet so viel rausholen, wie ihr möchtet. Und um das Thema dreht sich alles in diesem Video. Und wenn ihr vielleicht neu auf meinem YouTube-Kanal seid oder ihr seid schon länger dabei, habt meinen Kanal aber noch nicht abonniert, würde ich mich über ein Abo freuen und drückt auch unten die Glocke, dann verpasst ihr auch keins meiner neuesten Videos. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe es so ein bisschen in Kategorien eingeteilt und muss immer ein kurz bisschen auf mein Handy spicken, denn ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Fangen wir an mit den Attraktionen für Familien und Kinder. Ihr seid mit eurer Familie vor Ort und habt ihr vielleicht kleinere Kinder dabei, dann fokussiert euch erstmal aus Fantasyland. Dort sind die meisten Attraktionen für die Kleinsten unter uns. Und dort gibt es auch schon Attraktionen, wo ihr mit den Kleinkindern und Babys auch schon drauf gehen könnt. Zum Beispiel It's a Small World. Ja, ich würde die Attraktionen im Fantasyland direkt morgens zur Extra Magic Hours abhaken. Also die Extra Magic Hours dürft ihr benutzen, wenn ihr in einem Disney Hotel übernachtet oder Jahreskarteninhaber der aktuell noch Infinity-Karte oder der goldenen Jahreskarte, also der neuen goldenen teuersten Jahreskarte seid. Dann dürft ihr auch die Extra Magic ausnutzen. Aber generell, wenn ihr in einem Disney Hotel übernachtet, was ich euch sowieso empfehlen würde, wenn ihr eh nicht so oft in den Park fahrt oder das ein einmaliger Ausflug ist, dann übernachtet auf jeden Fall in den Disney Hotels und dann könnt ihr auch die Extra Magic Hours nutzen. Die beginnt meistens um 8.30 Uhr, aber da empfehle ich euch immer, in die Disneyland Paris App zu schauen. Und beginnt dann dort im Fantasyland. Dort stehen Attraktionen wie Peter Pan's Flight, wie It's a Small World, Dumbo, Schneewittchen und Pinocchio. Das sind alles Attraktionen, die auch die kleineren unter uns fahren dürfen. Und zum Beispiel Peter Pan's Flight ist eine der beliebtesten Attraktionen im ganzen Park. Hat tagsüber eine der längsten Wartezeiten. Deswegen würde ich euch empfehlen, direkt bei Peter Pan's Flight anzufangen und euch so Stück für Stück durchs Fantasyland abzuarbeiten. Dann als weiterer Tipp, wenn ihr mit eurer Familie unterwegs seid und erstmal die Attraktionen hinter euch gebracht habt, macht eine kleine Pause, geht vielleicht irgendwo schön Mittagessen, vielleicht ein Buffet-Restaurant wie das Plaza Gardens oder ein schnelles Restaurant wie das Bella Notte oder Fuente del Oro. Macht es euch gemütlich, macht eine kleine Pause, vor allem mit den Kindern. Das sind sehr, sehr viele Eindrücke, die auf die Kinder einprasseln und deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, danach eine kurze Pause zu machen. Und vielleicht geht ihr sogar ins Disney Hotel über den Mittag, weil über den Mittag ist es tendenziell immer ein bisschen voller im Park. Die Wartezeiten werden länger und deswegen lohnt sich auch immer mal mittags eine Pause im Hotel zu machen. Und dann gegen Mittag, Nachmittag vielleicht, wenn die Parade dann läuft, wieder in den Park zu kommen. Denn die Wartezeiten gegen Abend, jetzt bin ich gut gegen meine Kamera gekommen, gehen auch wieder runter, je später der Tag wird. Jetzt kommen wir zu den Adrenalin-Junkies, zu den Thrill-Rides, die natürlich auch die Familien mitmachen können. Denn das Disneyland Paris hat jetzt nicht die absolut krassesten Thrill-Rides. Aber das richtet sich auch an diejenigen, die vielleicht nur die Achterbahn abhaken wollen oder nur auf Adrenalin aus sind. Ja, es gibt Thrill-Rides, vor allem halt Big Thunder Mountain. Wir haben Hyperspace Mountain, wir haben den Tower of Terror, wir haben Iron Man Coaster, fällt mir gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall die Achterbahn auf dem Avengers Campus. Das ist die Show. Flight Force, so, jetzt habe ich. Flight Force in den Studios, das sind alles. Achso, und Indiana Jones habe ich vergessen. Die kommt immer bei mir so außen vor, weil das nicht so einer meiner Lieblingsattraktionen ist. Das sind auf jeden Fall die Thrill Rides. Crush Coaster würde ich auch noch dazu zählen. Die Achterbahn im Park oder die mit bisschen mehr, wo das Adrenalin ein bisschen ansteigt. Und die haben natürlich auch tendenziell hohe Wartezeiten, weil die auch sehr beliebt sind. Und ich empfehle euch, wenn ihr die Thrill Rides auch machen möchtet, auch die Extra Magic Hours zu nutzen. Der gleiche Tipp wie bei den Familien mit Kindern.
Aber dort geht ihr dann nicht ins Fantasyland, sondern ich würde dann beim Big Thunder Mountain starten im Frontierland und direkt während der Extra Magic Hours einmal Big Thunder Mountain fahren. Ich glaube, Indiana Jones hat noch nicht offen in der Extra Magic Hours, aber ich glaube, Hyperspace Mountain hat schon offen. Crush Coaster in den Studios, aber da würde ich euch empfehlen, entscheidet euch, geht ihr zuerst in die Walt Disney Studios oder in den Disneyland Park, weil der Crush Coaster wird auch später direkt während der Extra Magic Hours nach einer halben, dreiviertel Stunde auch schon wieder super busy sein. Deswegen direkt zu Crush Coaster gehen und dann vielleicht auf den Avengers Campus zu Web Adventure und Flight Force. Und dann habt ihr auch die Hauptattraktion in den Walt Disney Studios abgehakt. Und Ratatouille hat meines Wissens auch schon offen in den Extra Magic Hours. Also nutzt auf jeden Fall die Extra Magic Hours, um auch Thrill Rides zu fahren. Und die Abendstunden lohnen sich tatsächlich auch für die Thrill Rides. Denn vor allem nach der Parade nachmittags, nach der Disney Stars und Parade aktuell, gehen die meisten Familien auch zurück ins Hotel oder machen eine Pause bis zum Feuerwerk. Und bis zum Feuerwerk werden die Wartezeiten dann auch immer wieder runtergehen. Deswegen, ja, fahrt die Attraktionen vor allem morgens und auch in den Abendstunden. Und das sind so meine Tipps an euch. Weitere Tipps generell für Attraktionen, wann weniger los sein wird oder wie ihr vielleicht schneller durch die Attraktionen durchkommt, ist einmal, geht zu den Attraktionen während der Shows. Zum Beispiel während Disney Stars on Parade oder auch während des Feuerwerks. Also Big Thunder Mountain habe ich leider jetzt noch nie gemacht, aber auf Bildern habe ich das schon mal gesehen. Big Thunder Mountain während des Feuerwerks ist einfach mega schön, erstmal abends und dann auch noch das Feuerwerk über dem Schloss zu sehen. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr das Feuerwerk vielleicht an einem anderen Tag sehen könnt. Dann fahrt auf jeden Fall mal Big Thunder Mountain während des Feuerwerks. Und und während Disney Stars und Parade, da gucken immer sehr, sehr viele Menschen die Parade. Und dort ist es tendenziell auch auf den Attraktionen viel weniger los. Und dann könnt ihr echt einige Attraktionen abklappern, während die Parade läuft. Gilt übrigens auch für Restaurants, wenn ihr dort in der Zeit was essen möchtet. Weitere Tipps für kurze Wartezeiten ist natürlich der Premier Access Pass, wer ihn kaufen möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Premier Access Pass ist der kostenpflichtige Fastpass. Früher gab es ja mal einen kostenlosen. Mittlerweile gibt es einen Fastpass, der was kostet, der Premier Access heißt. Und den könnt ihr ganz einfach über die App buchen. Entweder einen Premier Access Ultimate, das heißt, ihr bekommt dann für alle Attraktionen einen Zugang. Kostet aber über 120, 130 Euro. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Oder ihr könnt auch einzelne Attraktionen buchen, wie ihr zum Beispiel sagt, boah, Crush Coaster ist den ganzen Tag über 90 Minuten. Dafür kaufe ich mir jetzt einen Premier Access Pass. Kostet dann, glaube ich, zwischen 8 und 12 oder 15 Euro mittlerweile. Bei den Preisen bin ich nicht so firm. Die wechseln auch je nach Low- oder High-Season. Dann könnt ihr sagen, okay, für die eine Attraktion gönne ich mir jetzt einen Fastpass. Das habe ich auch ganz oft in Walt Disney World gemacht, haben wir das gemacht, weil wenn man wirklich nur einmal dort ist oder einmal im Jahr dort ist, dann bin ich der Meinung, kann man das mal machen. Wenn man so oft ist, wenn man öfter da ist oder so oft wie wir, was jetzt keine Messlatte ist, dann würde ich euch den Fastpass auf jeden Fall nicht empfehlen. Aber wenn ihr sagt, okay, ihr habt die finanziellen Mittel und möchtet euch das gönnen ohne lange Wartezeiten, dann kauft einen Premier Access Pass. Ansonsten, was auch mal ein super Tipp ist, um Wartezeiten geringer zu machen, ist die Single Rider Line. Habe ich auch schon öfter genutzt, vor allem wenn ich alleine bin, aber ihr könnt es natürlich auch als Gruppe nutzen. Der einzige Nachteil ist, ihr fahrt wahrscheinlich nicht als komplette Gruppe zusammen, sondern ihr sitzt dann wahrscheinlich mit Fremden in der Attraktion, was für mich jetzt nicht so dramatisch ist. Man konzentriert sich sowieso auf die Attraktion und nicht auf den Nebenmann, der einem sitzt. Und durch Single Rider kann man echt durch viele Attraktionen kommen, wie zum Beispiel Ratatouille, auch Flight Force hat Single Rider, Hyperspace Mountain, ich glaube sogar Indiana Jones, Big Thunder auf jeden Fall nicht. Crash Course hat auch Single Rider, aber da sind die Wartezeiten auch immer wesentlich höher, weil bei Crush Coaster meistens halt immer zwei Personen fahren können und dann geht die Single Rider Line leider nicht so schnell. Bei Ratatouille geht sie super schnell, weil immer drei Personen in einer Mausreihe sitzen können und da geht Single Rider echt super schnell. Also Ratatouille auf jeden Fall würde ich immer mit Single Rider machen, wenn die Wartezeiten zu lang sind. Und dann
ja, habe ich auch schon mal gesagt, auf jeden Fall die Extra Magic Hours nutzen. Dort könnt ihr generell ganz viel Wartezeiten sparen und auch in den Abendstunden sind die Wartezeiten weniger und halt auch während Shows und Paraden. Und jetzt seid ihr durch meine Tipps so gut durch den Park gekommen und habt alles gemacht, was ihr unbedingt machen wolltet. Und euch fehlen aber noch die Shows. Es gibt ja auch ganz viele Shows und Paraden im Disneyland Paris. Die Parade habe ich ja schon erwähnt. Es gibt Disney Stars and Parade. Es gibt aber auch Shows wie The Lion King, Together, Mickey and the Magician. Das sind auch sehr beliebte und extrem tolle Shows, die ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet. Und ihr könnt vielleicht verwirrt sein, in der App seht ihr die Shows und dann seht ihr, dass ihr was kaufen könnt für die Shows. Und zwar ein 15-Euro-Ticket. Das ist im Prinzip so ähnlich wie der Premier Access Pass. Ihr könnt es kaufen, müsst aber nicht. Und bei den Shows, wenn ihr nicht wirklich super Plätze haben möchtet und so 5 bis 10 Minuten vor Show da sein wollt, dann würde ich euch nicht empfehlen, den Pass zu kaufen. Denn ja, bei den Shows bekommt man eigentlich immer einen relativ guten Platz. Wenn man so eine halbe, dreiviertel Stunde vor jeder Show da ist, hat man echt gute Chancen auf einen guten Platz und kann sich die 15 Euro sparen für zum Beispiel einen Premier Access Pass für Crush Coaster oder für ein Mittagessen oder halt für ein Merchandise, was ich mir unbedingt kaufen wollte. Und ja, aber auf jeden Fall solltet ihr die Shows euch nicht entgehen lassen. Wie gesagt, The Lion King, Mickey and the Magician, Together, alles mega schöne Shows. Die dauern immer so 20 bis 30 Minuten, je nach Show. Aber dort kann man auch mal eine kurze Pause machen. Ihr könnt runterkommen und wirklich, die sind grandios, die Shows. Die solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Und wir wissen, wo das Disneyland Paris steht. Und zwar in Frankreich, in Paris. Und wir wissen, das Wetter in Europa kann immer mal wieder sich ändern und im Oktober kann man mal 30 Grad haben, aber auch 2 Grad, was ich letztes Jahr erlebt habe. Deswegen lohnt sich auch immer erstmal überhaupt sich das Wetter anzuschauen. Also ladet euch eine Wetter-App runter oder schaut bei Google so 2-3 Tage, bevor ihr losfahrt, wie das Wetter in den nächsten Tagen sein soll und bereitet euch auf das Wetter vor, wie es vorhergesagt wird. Wenn vorhergesagt wird, Regen, dann nehmt einen Regenschirm mit, nehmt einen Regenponcho mit, nehmt Schuhe mit, die für Regen geeignet sind. Und weil nasse Füße will wirklich keiner haben. Und bereitet euch auf das vorhergesehene Wetter vor. Falls doch plötzlich der Regen kommt und ihr wusstet nicht, dass es regnen wird, das kann auch mal passieren, könnt ihr auch einiges im Park kaufen. Dort gibt es auch Regenschirme und Ponchos und auch Gummistiefel, wenn es sein muss. Könnt ihr dort alles vor Ort kaufen, ist dementsprechend aber natürlich teurer. Und wenn ihr sagt, ihr seid voll vorbereitet, aber möchtet den Tag trotzdem genießen, auch wenn es in Strömen regnet den ganzen Tag, könnt ihr natürlich die Indoor-Attraktionen nutzen. Disneyland Paris hat, die meisten Attraktionen sind Indoor. Die einzigen Outdoor-Attraktionen, die jetzt im Disneyland Park sind, ist Big Thunder Mountain und Indiana Jones und Dumbo's Flight. Und ansonsten ist, soweit ich jetzt mich erinnern sollte, alles Indoor. Also kann man die meisten Attraktionen, wie gesagt, Indoor fahren. In den Studios ist außerhalb, es gibt überhaupt außerhalb Flying Carpets, Cars Road Trip, dieses andere Cars-Ding, was sich dreht. Ansonsten sind auch alle Attraktionen, soweit ich weiß, Indoor. Also Disneyland Paris ist super, wenn es regnet. Man muss halt nur irgendwie durch den Park laufen, wenn es regnet. Aber da, wie gesagt, Regenschirm, Poncho und Gummistiefel. Und auch im Sommer auf jeden Fall nicht vergessen, was auf den Kopf zu setzen, wenn die Sonne so krass scheint, wegen Sonnenstich. Und vergesst die Sonnencreme nicht, nehmt genug zu trinken mit im Sommer. Da kann ich euch mal meine Filterflasche von Philips empfehlen. Es gibt überall Wasserbrunnen im Park und dort könnt ihr dann das Wasser auffüllen. Das Wasser ist aber leider chlorhaltig, also es schmeckt nach Chlor. Und deswegen ist die Filterflasche von Philips super, weil dann habt ihr nämlich gar keinen Chlorgeschmack mehr. Ja, also seid auf die Wetterverhältnisse im Park vorbereitet. Schaut, checkt das Wetter ein paar Tage vorher. Nimmt Klamotten mit im Winter, Skiunterwäsche, warme Kleidung, Zwiebellook, Handschuhe, Schal, Mütze. Und weil ihr verbringt die meiste Zeit halt draußen, wenn ihr da rumlauft und darauf müsst ihr halt einfach vorbereitet sein. Wie wir wissen, ist das Disneyland Paris 365 Tage im Jahr geöffnet. Also jeden einzelnen Tag.
Das bedeutet, dass irgendwann auch die Attraktionen leider renoviert werden müssen. Und davon sind viele Attraktionen im Jahr, also eigentlich alle Attraktionen wechseln mal immer und werden im Jahr renoviert. Und das seht ihr in der Disneyland Paris App oder ich sag's auch in den News-Videos immer mal wieder, wann welche Attraktionen geschlossen sein werden. Aber das kann sich natürlich immer ändern. Deswegen schaut immer in der Disneyland Paris App nach, wann die Attraktionen geschlossen sein werden. Oder auch auf der Website könnt ihr das nachschauen. Und schaut, wann der Park geöffnet hat in der Disneyland Paris App und wann der Park, wann welche Attraktionen zu eurem Zeitraum eventuell geschlossen haben könnten. Das wird von Disneyland Paris meistens so 2 bis 3 Monate vorher, manchmal auch nur einen Monat vorher angekündigt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt in einem Jahr vorher bucht, kann man das natürlich nicht vorher beeinflussen. Was man aber sagen kann, ist, dass Januar, Februar sehr beliebt sind für Renovierungen, für Showpausen. Deswegen ist der Zeitraum im Januar und Februar auch immer ein bisschen günstiger als zum Beispiel andere Zeiten im Jahr. Das Disneyland Paris nutzt die Low Season, um halt auch viele Attraktionen zu renovieren. Aber deswegen hat der Park hat halt 365 Tage im Jahr offen und da muss man halt auch verstehen, dass irgendwann die Attraktionen auch mal renoviert oder restauriert werden müssen. Ja, also bereitet euch einfach gut vor. Und das sage ich auch immer wieder jedem, der mich fragt auf Instagram oder sonst wo. Gib mir Tipps oder welche Tipps hast du, um einen Disneyland Paris Besuch zu machen oder generell einen Disney Park? Und ich sage immer, planen, planen und nochmal planen. Bereitet euch vor mit den Videos, mit Podcasts, mit Blogbeiträgen. Es gibt ja so viele Informationen, die ihr euch einholen könnt. Und schaut nach, wann was geschlossen ist, welche Restaurants ihr unbedingt besuchen möchtet. Reserviert vorher einen Tisch. In den schnellen Bistro-Restaurants geht es natürlich nicht, aber in den Buffet- und den Table-Service-Restaurants und auch in den Hotels könnt ihr euren Tisch reservieren. Macht das unbedingt, weil vor Ort einen Platz zu bekommen wird dann eher schwieriger. Schaut an, welche Attraktionen eure Top-Priorität sind, welche vielleicht nicht so unbedingt fahren müsst, welche Charaktere ihr vielleicht treffen wollt. Und so kommt ihr eigentlich ganz gut durch einen Tag im Disneyland Paris oder durch mehrere Tage im Disneyland Paris und habt eine magische Zeit vor Ort. Ja, das war mein Video hier, wie kommt man am besten durch Disneyland Paris an einem Tag. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.